ihr süßen Puppis. Ich bin's, eure Jurassic Park, mal wieder live aus Berlin. Und ich bin mit meiner Tochter Jackie O. Weinhaus mal wieder unterwegs. Nur für euch, ganz exklusiv hier auf YouTube und Weinhaus. Und Sie können es aufgrund Ihres hohen Aufnahmevermögens an der Schalfarbe und an unserer beider Frisuren erkennen. Ach so. Die sind nämlich Honigfarben. Das heißt, wir sind heute verzweifelt auf der Suche nach Rapshonig. Und wir haben uns gedacht, wir fahren mal zum Potsdamer Platz, weil da ist ja gerade die Sonne blendet gerade so stark. Weil da ist nämlich gerade Berlinale, glaube ich. Wir haben uns gedacht, wenn wir keinen Honig finden, kriegen wir wenigstens einen goldenen Bären. So, wir fahren jetzt mit dem M85er. Wahnsinnig helles Sonnenlicht. Oh Gott, der ist ja wirklich lieb. Guck mal, der zittert so. Wie süß der Hund ist. Dem ist kalt. Ist der süß, der Hund. Willst du ihn mal streicheln? Nee, aber nein? Wie die kleinen Hoden hinten mitschwingen auf das Abend. Ist der süß, der Hund. Ja, sage mal, ist ja wieder hochinteressant. Lützowstraße, Potsdamer Straße. Liebe Fahrgäste, gemeinsam sicher unterwegs. Bitte tragen Sie stets eine medizinische Maske und halten Sie möglichst Abstand zueinander. Du alter Scheißkuh. Dear passengers, keep each other safe by wearing a medical mask and keeping distance to each other. So, wir halten jetzt schon wieder. Und zwar, da ist übrigens die neue Nationalgalerie. Die wird seit mehreren Jahren neu gemacht. Ein wunderbarer Bau von Mies van der Rohe übrigens. Bin großer Fan von Mies van der Rohe. Weinerst du auch? Fein, das ist mein Lippenstift noch drauf. Jo! Okay! Und da ist der Klausi. So, wir gehen jetzt zum Potsdamer Platz. Hier ist die Staatsbibliothek zu Berlin. Dort ist die Philharmonie. Da ist ein Teil von der Staatsbibliothek. Ja. Gibt es ja unter den Linden auch noch in mindestens zwei Gebäuden. That's true. Und wir gehen jetzt zum Potsdamer Platz, weil die Berlinale ist ja gerade. Und wir holen unseren honigfarbenen Bären ab. Genau. Wir haben nämlich mit unserem ersten Kurzfilm, den haben wir vor einem Jahr gedreht. Da haben wir Toilettenpapier an die bedürftigen queeren Menschen in Homo-Kiez verteilt. Wir müssen doch auch an unsere Schwulen denken. Braucht ihr Toilettenpapier? Wir haben Toilettenpapier. Braucht ihr welches? Ja? Gut. Ja, we care about you. We care about you. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr wirklich her. Wir befinden uns da kurz vor dem dritten, vor der dritten Welle tatsächlich. Und deswegen haben wir gedacht, in Pandemic Productions gehen wir einfach mal für euch wieder nach einem Jahr zum Jubiläum hinaus und erleben Quatsch. Du sage mal, und jetzt mit der Berlinale, meinst du, da ist jetzt ein roter Teppich auf Weinhaus? Die Halle, weil die hat einen sehr schönen Hintern. Ja? Ja. Sieht man doch gar nicht. Guck doch mal ordentlich hin. Also Weinhaus, du hast einen Arsch in der Hose. Ja? Zeig mal. Guck dir das an. Hörst du bitte. Jedenfalls, ich möchte jetzt gerne auf dem roten Teppich Weinhaus. Okay. Weil ist ja Berlinale jetzt. Und wenn wir unseren Preis abholen, ich meine, wir sind jetzt gerade sehr rockig angezogen, gar nicht so Red Carpet-mäßig. Statement. Statement. Ist das was Gutes, Statement? Ja. Ja? Okay. Ich würde dich so gerne hier mal ins Wasser stoßen. Ja? Ja. Reinstoßen einfach? Ja, mach ich aber nicht. Machen wir jetzt aber lieber nicht. Machen wir jetzt aber nicht. Hast kein Bikini an. Nee, dann werde ich halt auch ganz nass da. Ja, da sieht man schon die ganzen Tausenden von Menschen, die jetzt anstehen, um die Filmfestivals zu genießen. 1, 2, 3. Rapshonig! Du musst auch noch mal erzählen, woher das kommt mit dem Rapshonig. Weil das verstehen ja ganz viele nicht. Ja, genau. Also es war eins so, dass die Jessica und ich uns natürlich gemeinsam das Gesicht blöd angemalt haben. Und dann war ich aber persönlich lediglich auf der Suche nach einer Tasse. Und öffnete ganz nonchalant den Küchenschrank. Und was prangte da gülden und prächtig? Eine Packung Rapshonig. Rapshonig. Das weiß ich jetzt auch nicht, wo der rote Teppich ist. Klausi? Das sind Italiener, das ist Rai Uno oder Rai Duo. Das ist hier normalerweise ist da der rote Teppich. Also normalerweise wäre jetzt hier der rote Teppich. Sollte also, mal so tun, als ja, tu mal bitte so, Weinhaus. Wo sind denn die Kameras dann? Überall. Überall. Aber hier, Knips, 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 Blitz, 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 Knips, Knips. Einmal drehen. Ja?
Ja, sehr schön. Weiter. Knips, 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 Blitz, Blitz. Und jetzt warten wir nochmal von vorne. Ja, ach so, ja, gerne. Ja. Und jetzt, komm, lauf. So, wo ist denn jetzt unser Preis? Da. Ach so. Ja. Ach, das ist ja hochinteressant. Ich überreiche den jetzt dir. Ja, okay. Warte mal. Hier, Joris. Warte mal. Es wäre doch nicht nötig gewesen. Warte mal. Ein bisschen dreckig ist der auch. Ach, aber das ist ganz süß. Warte mal, kann ich das auch? Der bricht noch ab. Der bricht. Also wenn die Weinhaus dran hängt, bricht er nicht ab. Bei mir aber schon. Du wiegst zweimal so viel wie ich. Alter. Du willst einfach 100 Kilo auf die Waage kriegen, oder? Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. So, Weinhaus, ich finde, Die Berlinale ist immer so ein wahnsinnig aufregendes Festival. Ich finde es gerade ziemlich langweilig. Ich auch. Dann sollte man Rapshonig suchen. Rapshonig? Ja. 1, 2, 3. Rapshonig! Lass uns erstmal noch diesen wunderschönen Potsdamer Platz ein bisschen genießen, weil das ist ja wirklich, sag mal, ist das Salonqualität? Ja, und Honiggolden. Und Honiggolden. Ach, das ist, wie das schwingt auch, Weinhaus. Ganz toll. Ja, im Wett ist, ne? Immer. Einmal die Nase kommen. Der Potsdamer Platz, also hier tobt ja das Leben. Hier steppt der Bär. Hier ist ja immer was los. Jetzt gucken wir mal rein, ob wir da rein können. Hier ist alles zu. Wo ist die Kate Blanchett? Ach so. Kate! Die will nicht. Die möchte nicht. Wo ist denn die? Die hat sich versteckt jetzt hier hinter der Wand. Die ist aber schnell. Ja, die ist schnell. Das ist eine schnelle Kate. Guten Morgen. Hier gibt es ja ein Shopping-Center. Das sind nämlich die Potsdamer Platz-Arkaden. Die wurden vor 20, 25 Jahren eröffnet. Und die werden jetzt general überholt. Und momentan sind eigentlich alle Läden raus. Und es ist halt so ein sterbendes Shopping-Gelände. Hässliches sterbendes und Shopping. Und hässlich natürlich auch. Das stimmt. Bestimmt. Ich sehe es nicht. Ich habe gar nicht aufgenommen die ganze Zeit. Scheiße. Mach den mal an. Natürlich, machen wir mal. Das wollen wir mal machen, ne? Läuft schon? Ja. Gut. Und Jessica? Ja. Da ist aber Toilettenpapier. Ach so, aber wir wollen erstmal Rapshonig suchen. Und wir müssen erstmal das Toilettenpapier finden. Ach so. Das ist süß gestaltet. Schau mal, mit der Struktur. Das ist wabenähnlich wie bei Rapsbienen. Ja, wo ist denn jetzt der. Ach, guck mal, hier sieht es der Honig aus. Nee, eins weiter. Aber hier? Ach, guck mal hier, ich hab's. Guck mal hier. Ach, schau an. Blütenhonig, Waldhonig. Waldhonig, deutscher Blütenhonig, vier Blütenhonig. Mangoaufstrich, kein Rapshonig. Dann müssen wir gehen. Raus hier. Na gut, dann gehen wir. Klausi! Oh. Kein Rapshonig, Klausi. Guck mal, die Judith Williams hat hier eine eigene Ecke. Ja. Schau doch mal. Das ist aber nur eine halbe Ecke, ne? Von hier nach oben. Ich schwitze wie ein Schwein. Wow. So. Und da vorne ist jetzt Revanche. Wir sind jetzt auf der Suche nach Rapshonig, ja. Richtig? Rapshonig. Okay, Rapshonig. Ach, guck mal, hier sind wir doch schon nah dran. Guck mal hier. Honigglinz, Waldblüte, Flottebiene, Obstblütenhonig, Waldblüten, Sabinchenshonig, Gebirgsblüten, was Duft und Pravinz. Was es alles gibt für Honigsorten? Rapsblütenhonig. Guck mal hier, Raps. Aber nur einen, ne? Ja, das ist einfach die Frühlingsblüte. Schon mal ein Frühjahr. Frühlingsblüte. Müssen wir rauslassen. Ich habe noch gar keine Tasche. Genau. Oh, so, wir haben Rapshonig gefunden. Weil das habe ich neulich tatsächlich passend zu unserem Rapshonigbericht einen Bericht gesehen über Honig. Die Honigsauerei in Deutschland. Die Honigsauerei in der EU mit Asien. Genau.
weil nämlich der chinesische Honig ist nämlich weniger länger haltbar. Und gestreckt. Und gestreckt. Tschüss. Da brauchen sie auch. Mein Gott. Der ganze Potsdamer Platz wird umgebaut. Nimm doch mal den Rapshonig jetzt, Mann. Was Hölle hat er bei dem Rucksack? Mal hier, Leute. Hast du was gesagt? Danke. Ah, das war doch Nino De Angelo, oder? Das war Nino De Angelo. Das war Nino De Angelo. Ja. Ja, der war neulich bei Frau Ludewig, auch in einem Bericht. Der hat jetzt eine neue Frau und hat ein neues Album rausgebracht. Die Ton. Ach, guck mal, da sind so Sportliche. Oh, ach, guck mal, die machen Parkour. Hast du eine? Soll ich den mal fragen, ob er mir was erklärt? Ja, gerne. Ich komm mit. Wollen Sie nicht? Schade. Ja. Wie noch mehr? Aber guck mal, wie toll der das macht. Sehr hochinteressant. Das ist die Hochseiltänzerin, und der hat ja, und der also, wir sitzen jetzt auf den Wippen. Die waren früher mal beweglich, wurden dann aber wahrscheinlich wegen zu vieler verletzter Kinder. Da haben sich Kinder gegenseitig unten drunter ausgepresst. Ja, und deshalb sind die jetzt so festgemacht. Ach, die Sonne ist so schön, Weinhaus. Ja. Sag mal, und du hast hier irgendwo mal gebumst, hast du gerade gesagt, ja? Also ich hatte vor... Weiß ich nicht, 8 Jahren vielleicht? Nee, ist zu lang her, 7 Jahren. Mach's bitte eine kurz. Eine Affäre mit einem verheirateten Mann, mit einer Frau verheiratet, und der wohnt irgendwo in diesem Gebäudekomplex. Nein. Da bin ich mal zum Großen hingefahren, wenn die Alte auf Betriebsreise war. Ach, das ist ja schon wieder hochinteressant. Hatte sie Business, hattest du Business. Ja. Ne? Cheers. Cheers. Und war's gut? Ja. Ja. Immer echt so richtig Bock drauf, weil die Alte die Beine immer brett macht. Meine Augen. Sharing is caring.